Der Titel der Präsentation kommt, denke ich, gleich, aber heißt Nervosität, Fragilität mit drei magischen Buchstaben zur Krisenimmunität. Ja, ich möchte heute mit euch oder mit Ihnen versuchen, Ihre Angst zu nehmen, ja, in den nächsten 10 Minuten, die Sie ganz sicher haben. Ich habe auch so eine Angst, wenn ich jetzt schon gerade hier so die Stunde verbracht habe. Ich hatte eigentlich noch Hunger auf einen Burger. Ich habe die Angst, dass ich keinen mehr bekomme. Ich hoffe, ich bekomme noch einen. Vielleicht ist noch einer aufzutreiben. Mal gucken. Auf jeden Fall, was möchte ich mit Ihnen heute machen? Ich möchte Sie an die Hand nehmen. Ja, ich bin sozusagen Ihr Therapeut für heute Abend in den nächsten 10 Minuten und möchte Ihnen am Ende natürlich auch auflösen, was mit den drei magischen Buchstaben zur Krisenimmunität zu tun hat. Ne? Ja, wir reden ja im Prinzip allgemein momentan die ganze Zeit nur von Krisen. Ne? Wir reden von einer Gesundheitskrise, ja, in viele Richtungen wird es diskutiert. Wir reden von einer Energiekrise, ja, die kann so aussehen, kann aber auch in Zukunft so aussehen. Ja, dann reden wir von einer Finanzkrise. Ich habe gerade noch mal in mein Portemonnaie gestern geguckt und den 50-Euro-Schein rausgeholt und fotografiert. Ja, also so sieht es nämlich aus. Ich glaube, heute schon wieder ganz anders nochmal. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall haben wir auch noch Moment. Wir haben die Klimakrise. Ja? Wir gehen demonstrieren für das gegen sozusagen Ruinierung des Klimas. Und wenn ich mal 10 bis 20 Jahre weiter gucke, dann sehen unsere Skiurlaube wahrscheinlich so aus. Dann, ja, dann werden wir so unterwegs sein. Ja. Also das sind so alles Krisen, die so im Raum wabern. Aber ich glaube, das ist nicht die Krise, um die es heute gehen soll, die ich mich jetzt mit Ihnen kümmern möchte, sondern die Krise, die wir heute behandeln wollen, ist das die Krise, die sozusagen beim Sicherstellen der Elektrizitätsversorgung irgendwo stört. Ja, also im Prinzip Sie Netzbetreiber. Und ich denke, davon hat man gerade die Umfrage gemacht, sind eine Menge anwesend. Ja, und genau, da habe ich ein Mittel kennengelernt beim VDE FNN. Man muss dazu sagen, ich bin jetzt erst ein halbes Jahr dabei. Ja, ein halbes Jahr. Da hat man mir noch beim Einstieg so gesagt, ja, du, da gibt es ein Instrument, da gibt es drei magische Buchstaben, musst du nur kennen. Und damit hast du eigentlich die Krise im Griff oder kannst zumindest den Netzbetreibern was an die Hand geben, dass sie ihre Krise in den Griff bekommen. Ja, dann kam ich ins Rätsel. Ne? Ich musste gucken, ja, drei magische Buchstaben. Ich habe erstmal die Axt vorgeschlagen. Habe gedacht, ja, ich bin aus Berlin, ne? Ab und zu wohne auch direkt in der Mitte, ne? Ab und zu Parkplatzprobleme abends und manchmal schnappt mir so jemand einen auch weg. Da wünsche ich mir schon manchmal so ein gutes Instrument, ein Werkzeug, um diese Krise irgendwie zu meistern. Aber hat man gesagt, nein, 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 das ist es nicht. Da habe ich weiter geraten, habe ich gesagt, Uhu vielleicht? Ja. Nee, auch nicht, hat man mir gesagt. Damit löst man gar nichts eigentlich. Übrigens auch keine Klimakrise, ja, wenn man sich irgendwo festkleben will. Dann habe ich weiter geraten, habe gesagt, so Tee vielleicht? Ja, Tee? Nee, hat man gesagt, Tee ja, hilft ganz begleitend, ganz gut. Ne? Kann man mit so ein bisschen den Abend unterstützen irgendwie und das Denken oder sowas, aber so gegen eine Krise hilft es jetzt nicht wirklich. Ja, und dann hat man mir nämlich Folgendes vorgeschlagen, TSM, Technisches Sicherheitsmanagement. Ja? Super, oder? Erstmal einen großen Applaus. Wir hatten ja vorhin auch da in der Ecke den Herrn, ja, der war FNN zertifiziert, ja, also jetzt ist er weg, jetzt ist er verschwunden, jetzt kann ich nochmal die Frage stellen, wer ist denn bei Ihnen TSM zertifiziert? Ja, da geht es schon ein paar Hände hoch. Sehr gut, Sie wissen also, wovon ich rede. Ne? Sie kennen auch die VDE-Anwendungsregel ARN 4001, die Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation für Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzwerken. Ja? Das ist im Prinzip die Anwendungsregel, die Sie kennen sollten. Auf der Basis vergeben wir TSM-Bestätigungen. Ja? Wir versenden oder entsenden vom Verein quasi TSM-Experten, die Ihnen, bei Ihnen die Prüfung vor Ort durchführen und dann so ein Zertifikat ausstellen. Und so ein Zertifikat ist üblicherweise dann 6 Jahre gültig, wenn Sie die Prüfung bestanden haben. Nach 3 Jahren wird da aber auch eine Zwischenprüfung nochmal gemacht, ja, um nochmal zu gucken, ob Sie denn noch alles ja, vernünftig machen nach den ja, Voraussetzungen oder Anforderungen, die Anwendungsregel vorgibt. Und nach 6 Jahren dann müssen Sie nochmal in die Update-Prüfung, dann wieder eine neue TSM-Bestätigung zu erhalten. Ja, da, also das ist jetzt noch ein bisschen theoretischer Input. Ne? Wir haben auch da eine Haufen Leitfäden dazu, ja, die geben wir Ihnen gerne, wenn Sie die haben möchten. Ja, danach können Sie sich eigentlich wie so eine Checkliste durchhangeln und schauen, ja, erfülle ich alles, habe ich alles bedacht, was muss ich noch vorbereiten für die Prüfung. Ja, aber jetzt fragen Sie sich zu Recht, also Sie zertifiziert sind oder eine Bestätigung haben, wahrscheinlich nicht, aber für die anderen jetzt nochmal, warum brauche ich eigentlich TSM? Und ich wollte jetzt eigentlich für Sie mal ein Beispiel mitbringen, ja, was auch für Sie sehr anfassbar ist und irgendwo
auch so ein Beispiel, wo man jetzt sagen kann, ja, daran kann ich mir wirklich ein Beispiel nehmen. Ja, das ist, die machen ihr Geschäft gut, die haben, sind im Wettbewerb ganz gut, ja, und letztendlich haben sie auch von der Materie Ahnung. Ja, sie verteilen auch Waren zum Kunden über Verteilnetze, ja, und letztendlich haben sie auch so eine Art Monopolstellung wie Sie. Und da kam mir ein Begriff in den Kopf, ja, ganz klar, die Mafia. Ja? Also, ich vergleiche sie jetzt ab sofort mit der Mafia. So. Und an dem Beispiel werden wir heute Abend noch sehen, was die eigentlich für sich als Unternehmen, Netzbetreiber, davon ableiten können. Ja? Weil die Mafia, wir wissen, oder nicht Sie wissen, aber ich kann Ihnen das erzählen, dass sie mit dem Drogenhandel natürlich ein sehr stabiles Einnahmepotenzial hat und auch ja, ihr kräftigsten Wirtschaftszweig. Im Prinzip wird das eben über gut ausgewählte Verteilnetze, ja, an Untermänner, dann letztendlich auch im Görlitzer Park, ja, in Berlin und so, an die Kunden verteilt. Ja. Und das muss eben ganz gut sichergestellt werden, weil das muss ja klappen und man muss auch eben tüchtig sein, damit man auch im Wettbewerb besteht. So, also nehmen wir uns die Mafia als Beispiel, ja, und dass wir das TSM mal verstehen. Was macht die Mafia ganz gut? Ja? Die Mafia hat beispielsweise ganz gute Aufnahmerituale. Ja? Die nimmt nicht jeden so, die nimmt die Leute und letztendlich muss man da auch einen ganzen Aufnahmeprozedere bestehen. Ja? Also wird beispielsweise an einem heiligen Ort findet das Ganze statt, da wird dann mit dem Messer der Finger eingerissen, bis Blut fließt. Ja, dann wird man auch so dreimal so einen Schwur wiederholen. Ja? Und was kann man jetzt davon ableiten für Sie als Netzbetreiber? Ja, natürlich, Sie brauchen stabile Prozesse. Ja? Sie brauchen vorgegebene Prozesse. Da müssen Prozesse beschrieben sein. Und Sie brauchen also sozusagen eine Ablauforganisation. Ja? Wenn Sie wissen, wie Ihre Organisation tickt und das dokumentiert haben, dann sind Sie bestens. So, dann haben wir noch was wir von der Mafia lernen können. Die Mafia hat eine gute Struktur. Ja? Die hat den Boss, den Underboss noch darunter, ja, die hat Capo-Regime, redet man, Soldiers, Associates, Consigliere, so ein Berater. Ja. Was kann man davon jetzt ableiten? Natürlich, also diese Hierarchie, das sollte man sich als Vorbild nehmen. Ja. Das sieht dann bei Ihnen in der Umsetzung so aus. Ja. Das ist eine gute Aufbauorganisation, ja, wo Sie auch die Leute hierarchisch strukturieren, vernünftig. Ja. Das ist also wichtig. Als nächstes müssen wir nochmal auf diese Grafik zurückgucken, weil wir wollen ja auch gucken, was steckt denn hinter diesen Positionen eigentlich. Ne? Also der Boss ist natürlich der unangefochtene Leiter der Organisation, ja, der hat natürlich als Kompetenz die Führung. Ja, ich will auch gleich mal die Brücke schlagen zu Sie als Netzbetreiber, wo Sie dann Ihre Person auch wiederfinden. Das ist natürlich ganz normal der Chef. Auf der Ebene darunter gibt es so einen Underboss, das heißt jemand, der Führung noch lernt, ja, der dann sozusagen nachrutscht aus der Familie. Da finde ich jetzt noch keine Analogie, aber wenn ich jetzt an den Consigliere denke, ja, Berater, Ratgeber des Chefs, ja, dann denke ich so bei Ihnen, das müsste so vielleicht der IT-Sicherheitsberater oder der Datenschutzbeauftragte sein. Ja, also da haben Sie auch eine Rolle, die man wiederfinden kann, wenn man so möchte. Und dann gibt es das Capo-Regime, das ist ein Anführer, ja, von einer Gruppe von Soldaten oder Soldati, sagt man, das ist die Mehrzahl. Ja, und Kompetenz sehen wir auch, Befugnis zur Organisation der Soldati und bestimmte Fachkenntnisse über die Tätigkeitsfelder, die die Soldati ausführen. Welche Position sehen wir da? Ganz klar die technische Führungskraft. Ne? Das ist also in Ihrem Unternehmen die technische Führungskraft. Und wenn wir dann die Soldati oder die Soldiers nochmal angucken, dann müssen die halt so ein Gelübde ablegen, ja, und verfügen auch über gewisse Erfahrung und setzen auch das operativ um. Das sind bei Ihnen natürlich das technische Fachpersonal, ganz klar. Also da können Sie das einordnen. Und wenn Sie hier noch unten gucken, die Associates, ja, da haben wir im Aufbau, unterstützen die, da können wir die Praktikanten und die ja, Azubis irgendwie drunter zählen. Also auch die kriegen wir unter. Ja. Und das heißt eigentlich, Sie brauchen eigentlich nur so ein Kompetenzmanagement. Ja, Sie müssen sozusagen für Ihre Mitarbeiter die Kompetenz, die Fähigkeiten beschreiben. Und wenn Sie das haben, dann sind Sie schon wieder einen Schritt auf dem Weg zum TSM näher. So, jetzt kommen wir zum weiteren Thema. Wichtige Sache. Die Mafia, die wird ja ihre Drogen nicht direkt, also sozusagen an den Kunden geben, sie sehen ja keinen von der Mafia, sie brauchen also Untermänner. Ja? Untermänner, das sind im Prinzip Leute, die Drecksarbeit machen. Ja? Die müssen aber auch kontrolliert werden, sorgsam ausgewählt werden und dann eben auf ihre Arbeit vorbereitet werden. Und das sind letztendlich bei Ihnen dann Vertragspartner. Ja? Die müssen Sie im Griff haben, da müssen Sie gucken, dass die auch in Ihrem Sinne arbeiten. Alles klar. Gucken wir noch einen weiter. Ja? Was macht die Mafia noch sehr gut? Ja? Die hat immer geladene Waffen, also die Mitglieder zumindest, ja. Ist auch sehr wichtig, weil in Notsituationen muss man auch mal sozusagen die Krise ganz schnell lösen und meistern können. Ja, das ist sehr wichtig. Bei Ihnen, für Sie jetzt wichtig, technische Ausstattung, ja, muss vorhanden sein. Sie brauchen also
vernünftige Mess- und Prüfeinrichtungen, sie brauchen auch vernünftige Notstromaggregate, Kommunikationstechnik und so weiter. Das ist für sie ganz wichtig, also technische Ausstattung. So, dann haben wir noch einen weiteren Punkt, da habe ich jetzt kein richtig geeignetes Bild gefunden, aber letztendlich geht es darum, dass ja bei der Mafia auch ab und zu so Beweismittel vernichtet werden müssen, ja, aber vorher, bevor das passiert, müssen die sorgsam aufbewahrt werden. Ja, sorgsam aufbewahrt. Also ich will in das Thema Dokumentation hinaus, und Dokumentation bedeutet eigentlich, dass sie eben Ordnung schaffen müssen, alles dokumentieren müssen. Und da habe ich jetzt bei der Mafia natürlich kein Bild machen können, ja, da war ich vor Ort, oder nicht vor Ort, geht ja nicht, ganz klar. Deswegen habe ich unsere FNN-Geschäftsstelle genommen, ja, habe da einfach mal reingeguckt und dann ein Bild gemacht, wie es da aussieht. Das ist bei mir im Homeoffice. Ich meinte das nächste Bild. Es geht um dieses hier. Ja. So sieht es beim VDE-FNN natürlich aus in den Geschäftsräumen. Und Sie wissen ja, Dokumentation ist alles, und was nicht abgelegt ist ordentlich, ist auch nicht da. Ne? Das kann man nicht nachweisen. Also zusammenfassend: Ablauforganisation, Aufbauorganisation, Kompetenz, Vertragspartner, technische Ausstattung, Dokumentation. Das sind die wichtigen Sachen, die Sie brauchen, um zum TSM zu kommen. So, dann haben wir auch noch unsere Prüfung natürlich. Wir würden gerne Ihnen ans Herz legen, natürlich unsere TSM-Berater auch zu kontaktieren. Ja, die beraten Sie auch im Vorhinein, können noch tiefere Details als ich heute geben zum Thema Mafia natürlich auch. Letztendlich werden die aber auch die Prüfung durchführen. Und so sieht das Ergebnis dann aus. Also, damit wünsche ich Ihnen auch viel Spaß. Es sind noch 33 Folien. Gar nicht. 33. Wozu dient die TSM-Bestätigung? Ich will Ihnen, also ich würde nochmal die Vorteile sagen. Der das Ganze bündig fasst. Genau, die Vorteile. Sie haben Vertrauen bei Aufsichtsbehörden. Ja, Sie wissen, die Aufsichtsbehörde weiß, sie machen alles richtig. Sie haben Rechtssicherheit bei der Beweislastumkehr oder durch Beweislastumkehr. Die ist wichtig. Super, im Leben wie bei der Arbeit. Ein kräftiger Applaus für Philipp Mirsch.